So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Republic Commando. Wir haben letzten Part unser Team hier in Geonosis aufgesammelt und jetzt sprengen wir gleich ein paar Leute in die Luft, denn da hinten ist Sunfack. Nimm das! Auf das! Mist, ich habe hier die Fensterscheibe geworfen. Und das! Oh, verdammt, falsche Granate! Oh! Ja, sind das! Das! Naja. Bin nicht gerade schlau, was ich mache, aber ich wollte dieses Granaten hier haben. Bewegung! Ich meine, hier liegen so Granatenpakete. Die muss ich einfach einsammeln. Nicht nehmen, nicht nehmen. Oh Gott. Oh, verdammte Frische. Und das. Und das. Und das. Ja, ich weiß, ich mach sie fertig. Boah, ich kann echt nicht schießen, Mann. Wenn mich jemals einer anfragt, ist, ob ich Call of Duty spielen soll. Online. Gegen die. Ich habe eine PS3 übrigens. Dann vergiss es. Ich verkack da nur die ganze Zeit. Da war doch der Dicke hier irgendwo. Ah, da ist. Da ist der. Los, ich will sie ihn an. Ah, ich will da nicht. Okay, wir machen das taktisch schlau. Wir gehen hinten rum. Ja. Oh Gott. Ah, yeah, yeah. Au. Oh, ich lebe noch. Du Penner, nimm das. Und das. Stirb. Oh. Still. Danke. Danke. Sehr liebesfreundlich. Da liegen noch mehr Granaten. Hier hätte ich jetzt gerade alle verschwenden können. Das gefällt mir nicht. Ja, ich hab. Was? Ich bin der Anführer und komme später dran. Naja. Ich weiß nicht. In der Klasse ist es auch immer so. Der Lehrer hat das Sagen. Und der Scans warten auf der anderen Seite dieser Tür mehrere Gegner. Ich empfehle Ihnen, die Tür aufzubrechen und den Raum schnellstmöglich zu säubern. Platzieren Sie den Sprengsatz und gehen Sie in Deckung. Achso, ja, hier. Ach, die Stelle kennen wir doch. Sunfack! Nur 07! Knallen ab! Knall den Penner ab, ich helfe dir! Hi! Wie geht's? Boah, ist das eklig! So ein hässlicher Blutfleck! Oh Gott! Du stehst im Weg, da fliegt der Zwischen ab, der beschießt uns, der will uns töten! Nimm das! Nice! Verbrannte Geosianer. Habt ihr das gesehen? Das sah nicht aus wie ein geonosianisches Schiff. Bestätige. Keine Identifikation möglich. Ich überprüfe die Datenbanken. Machen Sie weiter, Deltas. Wir haben keine Zeit zum Jubeln, Deltas. Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außer Gefecht. Sie sollten eine Droidenfabrik in diesem Sektor ausschalten. Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut. Begeben Sie sich zum Aufzug. Jo, kein Problem. Ich mag das Team eigentlich. Die sind so richtig lustig. Vor allem 07. Der ist am lustigsten. Infiltration der Druideneinrichtung. Die Separatisten-Schweine haben ihre Druidenfabrik tief im Herzen des Planeten versteckt. Das Dolderim muss in das innere Versteck der Geosianischen vordringen und die Haupt-Druidenfabrik Kreationsstätte finden. Gott. Aufzug. Laut Geheimdienst gibt es da unten ein paar Fabriken, aber unsere großen Sturmtruppen kommen da nicht rein. Nein. Von der Schlecht. Dieses Turms muss darunter eine Fabrik sein. Die Neutralisierung einer der Fabriken könnte uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Unsere Scanner können die Fabrik nicht exakt orten. In der Nähe ihrer Position muss ein Störsender sein. Zuerst muss der Störsender deaktiviert werden. Anschließend bringe ich sie zu ihrem Primärziel. Die Kommunikation. Gestört. Sind da drin auf sich gestellt, bis... deaktiviert haben. Das Signal ist gestört, Sir. Why not? Kämpfer! Kämpfer! Ich wusste doch... Boah, Leute!
Ihr könnt mir doch nicht den Weg blockieren in meinen Schussbahn. Was? Regel 17. Immer vergewissern, dass sie tot sind. Interessante Regel. Ist auch meine Schulrede. Immer gewissern, ob die tot sind. Okay, ich sag mir Scharfschützengewehr. Scharfschützenmodus. Ah. Extrem präzise, extrem tödlich. Öffnen Sie die Tür. Machen wir jetzt mit Gewalt. Die machen hier, glaube ich, alles mit Gewalt. Wozu denn schleichen? Platziere Detonator. Gesichert. Bestimmt wartet da nur einer, in die Luft zu fliegen. Ja, seht ihr? Los, Gegner eliminieren. Dieser Geruch. Sie ernten Finderharz. In der Rohform hochexplosiv. Sie ernten Rinderharz. Habe ich das gerade so richtig ver... Vorsicht vor den Speeren! Das ist nicht gerade taktisch schlau, wenn du direkt über so eine Bombe stehst. Was ist denn das? Oh Junge, das ist gruselig. Dieses Geräusch gerade, oh, das wäre gerade eklig. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Das heißt, wir müssen noch ein paar Bugs töten lassen. Sieh mal einer an. Mehrere Ziele auf der Brücke. Siehle, das ist ja eine gute Position für einen Scharfschützen. Bumm. Ja, ich glaube, das war's mit denen. Diese Minen liegen da nicht ohne Grund. Ups. Habe ich gerade sein Bein ist weg. Da habe ich auch gerade sein Bein weggeschossen, wie geil. Nein! Oh, verdammte Sch... Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich dachte, es gäbe diese unsichtbaren Mauern. Das habe ich schon mal gemacht, ne? Ich kann mich noch erinnern. Das, oh komm, ich muss wieder von hier anfangen. So, öffnen Sie die Tür, mit Gewalt. Platziere Detonator. Gesichert. Guten Tag. Gehen wir. Dieser Geruch. Sie ernten Finderharz. In der Rohform hochexplosiv. So. Ziel eliminiert. Danke. Scharfschützenmodus. Extrem präzise, extrem tödlich. Und ja, uns sind Maschinen. Perfekt. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Da gibt's keine unsichtbare Maut. Wir müssen noch ein paar Bugs töten, was? Sieh mal einer an. Mehrere Ziele auf der Brücke. Siehle, das ist ja eine gute Position für einen Scharfschützen. So, den machen wir jetzt einen Headshot. 3-8. Oh oh. Ha! Treffer! Oh nee, das meint nicht nochmal. Oh Gott. Flieg in die Luft. Ja, wie sieht man einen Fetzen fliegen? Das ist auch. Nicht bewegen. Danke. Ah ja, genau, da waren ja noch das diese Sachen. Nicht gut an. Da oben das sieht ganz schön was los. Sieht extra schon so platziert aus. Nicht schlecht. Fixer, du bist nicht schlecht. Wie kann man ihn fixern denn? Ich das. Oh oh. Mir gefällt's hier gar nicht. Komm, komm. Was sind das für Dinger? Sehen aus wie Eier. Das scheint eine Art zionosianische Brutkammer zu sein, Gentlemen. Unglaublich, das sind Eier. Machen wir einen weiten Bogen um sie. Sicher ist sicher. Oh, oh. Und ich dachte, schlimmer kann's nicht mehr werden. Ach, jo, es geht immer schlimmer. Machen wir mal das da, dann boom, sind die Hälfte weg. Eingeborene. Oder? Ach, diese armen, süßen, zionosianischen, hässlichen Dinger. Bin unterwegs. Wir machen einmal Boof durch die ganze Gegend. Und dann haben die es genug. Eieiei. Aua. Oh Gott, der. Ey, der Friendly Fire, das finde ich ja kacke. Friendly Fire finde ich richtig kacke. Aua. Mein eigener Typ knallt mich ab hier. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagda. Ja, einer bitte Bagda. Das finde ich. Das Friendly Fire. Gerade sowas hat sie am meisten. Tut das gut. Explosive Dinger. Ja, komm. Eilen Sie sich. Nächste. Ja, Sir. Vielen Dank. Sektor gesichert. Zack. Yeah. Es wird hier so richtig eklig, Mann. Bagda. Bagda. Oh. Oh. Ja, ich liebe auch Bagda. Naja. Aua. Nicht sehr nett.
ebenso wie das. Nicht übel, Lina. Zack. Wir machen weiten Bogen. Okay, wie viele Minuten haben wir überhaupt? 9 Minuten, das dürfte reichen. So, nimm die Granatenposition. Bin unterwegs. Da ist der Störsender. Er ist abgeschirmt. Die Konsole für den Schild muss hier irgendwo sein. Die Konsole für den Schild wirst du mal eine Granate werfen. Los, wirf. Du stehst ja gerade perfekt. Oh, 7 tut uns leid. Gut, du kommst mit. War da oben nicht noch was? Ach, schieß! Komm. Genau das wusste ich. Oh, oh, kannst du dich da nicht hinten... Hi. Wie geht's? Oh, oh. Oh, das gefällt mir nicht. Ah. So, du gehst da. Oh Gott, unser Kumpel ist tot. Unser El Compadre. Aua. Du Perma. Ich brauche Hilfe, Kommandos. Oh Gott, das sind ja zwei. Kümmer dich um den, kümmer dich um den. Nicht um mich. Der Penner steht doch direkt vor dir. Schieß sie doch ab. Jetzt, ich hab dich doch gerade gesehen. Oh, oh. Oh, du Penner. Fixer 7. Kein guter Zeitpunkt, um einzuschlafen. Okay. Einer geht bitte dahin und der andere geht dahin. Okay. So, so, ja, ja, es funktioniert alles. Am anderen Ende des Raums ist eine Computerkonsole. Ich muss den Schild des Störsenders deaktivieren. Ja, das mache ich lieben gerne. Weil ich es kann. Und weil ihr mir Rüstungsdeckung gebt, weil ihr unendlich Muni habt und ich nicht. Deswegen sieht so kacke. Ich meine, jedes Mal, wenn diese Haufen darunter fliegen, dann passiert das. Oder das. Oder dies. Oh Gott. Ah. Ihr müsst. Oh. Ja, ich gehe lieber dahin, wo meine Leute die treffen können. Oh, oh, au. Hört doch auf eure eigene Verbündete zu schießen. Man schießt nicht auf seine Freunde. Oder in die Eier. Sprengen wir den Störsender. Ach. Und cooler Geosianer. Ja, gute, genau. Verzieht euch bloß. Gesundheit förderlich, wenn er verschwindet. Du. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Nice. Gehen wir weiter. So, Position wechseln. Einer platziert sich mal dorthin. Einer macht das. Oh, elektrisiert zu werden muss sicherlich schmerzhaft sein. Tag. Ich kann ja immer näher rangehen. Oh oh. Ha, erwischt. Nein, 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 nein. Lass meine Freunde in Ruhe. Nimm das. Ah, hast du es geschafft? Danke. Und tschüss. Ah. Komm her. Die Kommunikationssysteme funktionieren wieder. Erste Scans zeigen einen großen Komplex in der Ebene unter ihnen. Gehen Sie durch die Öffnung hinter dem Störsender. Okay. Heilen Sie sich, Data. Erstmal heilen wir uns. Erste Regel, immer volles Leben heilen, gehen, attackieren. Oh, aber das ist ziemlich cool, muss man sagen. Das ist wirklich ziemlich cool. Die Musik ist richtig stimmig jetzt, so Action irgendwie. Also das mag ich doch mit Star Wars. Bin wieder gesund. Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, Delta. Bin schon unterwegs, Sir. Okay. Los.
Los! Am Ende dieses Schachts ist ein Sims. Von dem Sims aus können Sie sich in die Ebene darunter abseilen. Okay. Danke für diesen hilfreichen Tipp. Das Herz der Maschine. Wir müssen weiter runter. Wir sind genau hinter Ihnen, Teamleader. Aufpassen, ich habe vermehrte Feindaktivitäten auf den Sensoren. Haben wir. Auf der anderen Seite des Turms führen Lüftungsschächte in die Fabrik. Na klar. Meines Wissens kommen Sie über den Turm nicht in die Fabrik. Ich denke, Sie müssen sich etwas einfallen lassen. Okay. Das werden wir aber im nächsten Part tun. Diesen Part ist das erstmal genug. Ja, gleich bekommt wieder Besuch und da kann ich jetzt nicht mehr aufnehmen, weil ich nicht einfach so unterbrechen will. Deswegen will ich mal sagen, wir sehen uns den nächsten Part. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, bewertet, kommentiert oder was weiß ich. Dann, auf jeden Fall. Ade, ich bin euer Monkey und lebt wohl.